Es grüßt der August in seiner vollen Pracht und hiermit mein Garten. Ich glaube, wir können heute mal wieder rumstiefeln und uns den Garten reinziehen. Habt ihr Bock? Ich dachte mir, ich tingle mal von Beet zu Beet, lass mich selber überraschen, denn ja, ich habe es tatsächlich viele Wochen gar nicht geschafft, hier irgendwie zu wirken. Mich einfach gesundheitlich gar nicht dazu in der Lage war. Und ja, jetzt war ich zweimal. Also einmal gestern und einmal vorgestern. Und ich konnte ein bisschen was machen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und in der Richtung soll es auf jeden Fall auch weitergehen. Heute allerdings ist der Tag der Kreativität bei mir und des Ruhens. Akku ist alle körperlich, aber da geht ja noch so ein bisschen was mit Film. Und heute fangen wir nicht da an, sondern direkt hinter mir. Denn hinter mir war ich gestern bei und da hat sich ja die letzte Zeit so richtig was getan. Schaut euch das mal an, was hier an Sonnenblumen steht mittlerweile. Was eine Pracht. Ich liebe diesen Ausblick. Vor allem, wenn man gleich reinkommt im Garten. Hier an der Stelle sollte eigentlich der Mais stehen. Dazu kam es ja dann nachher nicht. Wer die Doku-Serie verfolgt hat, weiß, worum es geht. Bin einfach ausgefallen gesundheitlich. Und ja, dadurch ist es auch nur hier zugekommen. Aber nur, ich muss sagen, dafür hat so die ein oder andere Sonnenblume doch ihre Präsenz entwickelt. Wenn man überlegt, da drum rum würde jetzt irgendwie dann der Mais stehen. Der Mais zusätzlich wäre mir tatsächlich schon lieber gewesen. Das tat ordentlich weh, wenn man ein Pflänzchen ranzieht und die dann ja mehrfach zunichte sind. Also ich habe es dreimal probiert und dreimal habe ich es einfach nicht geschafft, mich um die Pflänzchen zu kümmern. Was zeigt das? Dass ich mich nicht mal um mich selber kümmern konnte. Und ich habe die Dinge so hingenommen, wie sie sind, aber sie haben trotzdem schwer noch in mir genagt. Das macht was mit einem, das kann man nicht einfach so wegdrücken. Da zählen auch andere Sachen zu. Also vom letzten Video zu jetzt. Ich habe euch in ganzer Pracht die ganzen Erbsen gezeigt. Die hat mir jemand weggeerntet. Nur die Erbsen. Ja. Schelm, wer da Böses denkt. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wissen. Ich finde es auf jeden Fall sehr schade, weil das war ein sehr wichtiger Tag, um auf die Beine zu kommen. An dem ich feststellen musste, dass die Erbsen weg sind. Und da ich jemand bin, der unter Depressionen leidet, hat jenige, wie auch immer, bei mir auf jeden Fall, ich sag mal, den Trigger gegeben. Ich hatte echt heftige Depressionen. Also es war nachher echt ein Arschtritt. Traurig, dass es so sein muss. Ich habe halt mit einer Essstörung zu kämpfen, schon viele Jahre. Und die Erbsen wären das Einzige gewesen, was reingegangen wäre. Und somit bin ich wieder mit leeren Magen abgereist. Hatte richtig zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie sich das für euch anfühlen würde, wenn regelmäßig jemand bei euch im Garten wäre, sofern ihr einen habt. Regelmäßig, ja? Also ich rede von auch mal phasenweise wöchentlich, monatlich auf jeden Fall, ganz selten mal ein paar Monate nicht. Ganz super seltene Phasen, wo es echt mal vielleicht mal ein halbes Jahr wurde, wo ich Ruhe hatte. Aber ansonsten darf ich hier damit leben, dass seitdem ich hier bin, regelmäßig Leute hier sind und sich ja, an der Ernte vergreifen, sich hier aufhalten, Müll hinterlassen, Sachen kaputt machen, Müll auskippen. Lassen wir das Thema. Ist so. Mit solchen Sachen darf ich leben. Und vor allen Dingen darf ich auch damit leben, dass es super viel Unverständnis gibt für Menschen, die krank sind. Menschen, die langsamer machen müssen. Menschen, die aus irgendeinem Grund niedergeschlagen sind. Da habe ich sehr viel Unverständnis erfahren. Ganz, 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 ganz kleiner Kreis. Wusste, was ich durchmache aufgrund eigener Erlebnisse. So läuft es im Leben. Man kann oft das vom anderen nur nachvollziehen, wenn man das selber erlebt hat und weiß, wo es dann hapert oder was dann los ist. Ja, ich wollte mich um die schönen Sachen kümmern. Also versteht mich nicht falsch, mir geht es gerade nicht schlecht.
Also jetzt in diesem Moment, sonst könnte ich das Video nicht drehen, ja? Also bis zu einem bestimmten Punkt geht es mir gut. Ansonsten habe ich noch genug zu stemmen und zu tragen im Leben und ich versuche auch hier gartenmäßig nach und nach dann weiter einzutauchen, soweit ich darf. Ich hoffe, das klappt weiter. Es hat echt lange gedauert. Ich hatte viele depressive Tage, in denen ich hier nicht hin konnte. Ich bin morgens aufgestanden, habe mich hingesetzt, mich fertig gemacht und dann wurde ich depressiv, weil ich einfach mit den Gedanken nicht klar kam, hierher zu gehen. Und ja, es sind halt die Erinnerungen hochgekommen, Sachen, die ich erlebt habe. Und das geht von hier aus und es geht über den Gartenzaun aus der Kolonie raus, was ich so erlebt habe. Und vieles hat hier so sein Zentrum. Vor allen Dingen, weil mir halt eben ja aufgrund gewisser Veränderungen der Rahmenbedingungen hier Grundstrukturen zusammengebrochen sind. Kombiniert mit einer ganz schlimmen Ausgangssituation zu Hause, kein Schlaf kriegen etc. wegen echten Höllenlärm zu Hause. Das ist nicht hier irgendein Pipifatz, sondern es ist krankmachender Lärm, den ich jetzt schon über 10 Jahre da durchmache. Jetzt ist wieder eine ruhige Phase. Habe mich auch soweit rausgekämpft. Es war ein langer Weg von Ostern bis jetzt, dass ich mal so weit wieder stabil bin, dass ich sagen kann, ich habe wieder Hoffnung hier in das Ganze. Denn ich wollte nämlich schon aufgeben, mehrfach. Ich habe hier kein Land mehr gesehen, kein Licht am Ende des Tunnels. Ja, und bin froh, dass das jetzt irgendwie weitergeht, ne? Hat einen Scheiß erlebt. Und zum Schmetterling geworden. Naja, bin ich nach wie vor hoffentlich. So, ein bisschen mehr Sonnenschein für euch jetzt. Hier tobt das Leben. Ich sehe das hier aus diesem Blickwinkel. Da eine Hummel, hier eine Biene, dort Mücken. Dann fliegt hier mal ein Schmetterling durch die Gegend. Ja, und ich denke, wenn wir zur Goldroute gehen, dürfen wir auch noch mal einiges an Leben mehr entdecken. Das ist hier so ein Kraftort für mich. Gerade von der Uhrzeit her ist das noch die Ecke, wo ich in Dankbarkeit doch in der Vergangenheit gegangen bin. Das ist viel zu lange her. Deswegen der Weg wird als nächstes frei sein. Ja, ich bin nur bis hier gekommen. Hier vorne ist frei. Irgendwo fange ich an. Mach mir das schön. Hier habe ich auch schon Beikraut gejätet. Dann wird das irgendwann gemulcht, wenn das ein bisschen angetrocknet ist und kaputt ist. Damit das dann wieder der Erde zugefügt wird, quasi natürlicher Kreislauf. Also da vorne habe ich noch nicht gesenzt, ich mache alles mit der Handsense, da ich 2 Unfälle hatte und richtig mit der Angst zu kämpfen hatte. Hier, der Finger da oben, ich kann den, da ist Schluss. Also der ist nach wie vor, also da habe ich gut vorn. Hier vorne ist noch eine Stelle, das war echt schon richtig tief. Ja, habe ich dann selber verheilen müssen. Ihr kennt ja meine Umstände. Wenn nicht, muss man in den letzten Videos kramen. Vielleicht habe ich auch das ein oder andere noch nicht erwähnt. Das weiß ich gerade nicht. Mein Leben ist nach wie vor sehr turbulent. Ich wünsche das keinem. Aber es ist entschleunigter geworden. Entschleunigt turbulenter. Darauf noch gucken, wie ich jetzt über Herbst und Winter komme und so weiter. Also das drückt alles natürlich. Aber ich bin ein bisschen mehr in die Erdung gekommen wieder. Und habe auch wieder ein Lächeln im Gesicht. Oh, aus mehrfacher Hinsicht. Hier hat sich doch... Ist das eine andere Goldrutenart? Ich gehe davon aus, dass es auch eine Goldrutenart ist. Könnt ihr mal vergleichen. Okay, zu spät. Aber die haben doch schon Ähnlichkeiten mit den Blättern. Ja, ist schon ein Unterschied. Also man sieht da an den Blättern, dass die 4 Rillen haben und die hinter mir hat auf jeden Fall 2. Ja, und das hier ist echt ein Dschungel, ne? Also die Tiere, die werden ihre Freude haben hier unten. Das ist hier der Blühwiesenbereich. Ein paar Pflänzchen gucken noch durch. Die Sonne ist abgefallen, habe ich dann nachher gemerkt. Dass, ja, das Band, das war alles schon so ein bisschen am seidenen Faden. Ich dachte, das hält länger. Ja. Ja, hier wurde richtig gut abgeerntet, aber hier gibt es noch ein paar Stellen, da können wir mal gucken. Ich denke, da habe ich im letzten Video länger drauf gehalten. Oh, guckt euch die Sonnenblumen an und diese kleinen, fleißigen, süßen Babyhummeln. Oder haben wir da schon eine Wildbiene? Manchmal bin ich durcheinander, ich habe auch noch Gedächtnisprobleme. Aber es ist ganz, ganz viel zurückgekehrt. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was so ein Schlaganfall auslöst, was man da für Probleme kriegt im Alltag.
Süß. Ich wurde abgecheckt, habe wohl doch gestört. Ja, hier auch der andere Blühwiesenstreifen, um den ich mich ja auch nicht kümmern konnte. Wie gesagt, seit Ostern, ich habe kaum irgendwas machen können, viele Ernteausfälle, viele Saattermine verpasst. Mir sind super viele Pflanzen vertrocknet, die ich mühsam aufgezogen habe. Ja, und darf mit dem Resultat letztendlich sehr glücklich sein. So wünsche ich mir das. So möchte ich leben. So schön dicht wie hier, wo alles Mögliche wächst. Dennoch, ich bin in einem Schrebergartenverein und möchte natürlich die Form wahren. Man mag es kaum glauben, ich mag es wild, aber auch ein bisschen Ordnung und sortiert. Vor allen Dingen auch in Anbetracht dessen, dass ich mal Gäste haben kann hier, die auch mal ein bisschen mehr Platz brauchen, ein Gefährt rein müssen oder auch transportwegemäßig ist das hier sehr sinnvoll. Ja, aber nichtsdestotrotz, für den Verein habe ich ein paar Pflichten auferlegt bekommen mit der Pacht. Die versuche ich immer so gut es geht einzuhalten und ich vergesse das auch nicht. Ich quäle mich da viel zu sehr mit. Viel, viel zu sehr damit. Das ist auch eher das Problem. Und ja, aber so Stück für Stück nimmt das Form an und ist eine Art des Kultivierens eines Gartens. Jede Menge Vielfalt, würde ich sagen. Wo wir das gerade mal sehen, Insektentränke. Kann ich euch nur empfehlen, darf in keinem Video bei mir fehlen. Stellt euch Insektentränken her, wenn das jetzt wieder wärmer wird. Falls es bei euch auch so sein sollte wie bei uns. Auf jeden Fall mal wieder über 20 Grad geklettert. Übrigens der Haufen hier vor mir, damit ihr so mein Vorgehen vielleicht ein bisschen versteht. Ich habe hier jetzt Beikraut gejätet. Da waren natürlich auch jede Menge Sachen zwischen die, ja, was weiß ich, Quecke oder Brennnessel oder so. Das will man dann nicht weiter im Beet haben. Wenn ich jetzt mulche, dann kommt das zurück. Ja, aber man kann auf jeden Fall, selbst wenn es zurückkommt, sie gehen übrigens leichter raus, meine Erfahrung. Aber ich werde das jetzt ein bisschen an der Sonne austrocknen lassen. Und ja, dann nachher mulchen, wenn es soweit ist. Das macht sich dann ja bemerkbar. Es wird knusprig braun. Aber guck mal, ich habe erst einmal gemulcht. Ein bisschen Beikraut musste ich ziehen. Aber ansonsten sieht das doch alles noch super aus. Oh, ich komme hier gar nicht durch. Oh, ich darf gar nicht durch. Okay, alles klar. Hä? Da gestern ging das noch. Der Weg ist jetzt versperrt. Der Weg ist jetzt versperrt, aber ich möchte euch nicht vorenthalten, was hier alles wächst. Ich habe das ja schon mal gezeigt. Und bei mir geht es ja auch in der Doku-Serie um Fortschritt. Und ja, einige Sachen werden was, andere nichts. Da hat sich nichts getan. Wir hatten wirklich sehr nordfriesisches Wetter, ne? Graue Stadt am Meer. Hier ist Regen meist nicht fern. Letztes Jahr war es richtig doll warm. Im Vergleich dazu ist es deutlich kühler hier bei uns. Viel Regen gehabt, viel, viel Regen. Ich weiß auch nicht, wie die Tomatenpflanzen aussehen. Nur so ein bisschen aus der Ferne und die eine oder andere habe ich mal erblickt durch Zufall. Ja, aber den Rest, den können wir uns jetzt mal angucken und letztendlich kommen wir dann auch noch zu den Tomaten. Und ich würde sagen, ich fange hier an der Ecke an. Hier steht noch Rosenkohl. Um den machen wir gar keine Sorgen, der kommt spätestens nächstes Jahr, im Frühjahr. Wirsing. Hier unten, der Kürbis, der hängt ja erst auf dem Weg, das habe ich ein bisschen geändert. Oh, jetzt merke ich gerade, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin hier nämlich bei ein paar lieben Bienchen, beziehungsweise Wespen zu Hause. Da möchte ich natürlich nicht stören. Ja, ja, an der Ecke wollte ich anfangen. Also der Kürbis kommt von da, ist bis hier gekommen. Es gibt bisher leider noch keinen. Hier vorne an der Ecke haben wir noch die Chili. Groß hat sich da nichts geändert, war halt zu kalt. Die mag es ein bisschen kuschelig wärmer. Das könnte jetzt langsam was werden. Obwohl vormittags war jetzt echt wenig Sonne. Die ist erst vor einer Stunde grob rausgekommen oder anderthalb. Ja, oh, schöne Eckchen. Der Kletterspinat, der war beliebt. Und ich muss sagen, nicht nur bei den Tieren, sondern auch zu Hause. Den kann ich empfehlen, Kletterspinat, wenn ihr da irgendwie an Saatgut kommt. Das ist eine feine Sache. Ist schon bis hier hoch. Da ist er. Ein bisschen umlenken kann ich ihn ja vielleicht noch, weil hier ist ja noch ein bisschen. Habe ich zu Hause auch auf dem Balkon. Das ist eine feine Sache.
Dann schauen wir mal weiter. Hier ist noch eine Tomate, die war oben irgendwie platt. Es gab ja auch mal Tage, da sind die Sachen vertrocknet, vielleicht noch aus der Zeit. Hier ist auch noch Kürbisableger. Also genug Blüten, die jetzt kommen. Da habe ich durchaus noch Hoffnung, aber das Ding braucht hier natürlich Dampf. Dampf bedeutet Kompost. Und da habe ich jede Menge noch liegen. Soll noch getan werden. Wäre auch nochmal gar kein Problem gewesen. Aber sollte nun mal nicht sein. Und das Wetter hat insofern mitgespielt, dass es mir den Ausfall quasi vor allen Dingen ja, des letzten Monats mit viel Regen begleitet hat. Somit war ich nicht der Einzige, der nicht im Garten war. Es nimmt ein bisschen Druck raus. Ne? Ich bin sehr druckempfindlich. Ach, selbsterfüllende Prophezeiung. Gleich wieder raus. Hier, gucken wir weiter. Hier vorne an der Ecke, nee, Blödsinn. Hier noch Rotkohl. Auch das Tomatenpflänzchen. Das müsste Rosenkohl oder Weißkohl oder Blumenkohl sein. Ja. Und die Zucchini habe ich vergessen. Die liegt da unten, die könnt ihr von hier sehen. Und dementsprechend haben wir da auch nochmal Rosenkohl, denke ich. Könnte es sein, vielleicht was anderes. Und überall gibt es auch mal so Ringelblümchen. Da kommen wir gleich noch ein paar Stellen. Aber grundsätzlich, da ich ein, zwei Beete ja nicht geschafft habe dieses Jahr, da musste ich ja Abstriche machen. Sind natürlich auch ein paar Pflänzchen zu kurz gekommen. Aber es gibt sie noch. Saatgut ist im Boden, da mache ich mir keine Sorgen. Werde mich dann mal anders drum kümmern. Welche kleine süße Sonnenblume kommt hier denn? Sehr cool. Ja, genauso wie hier unten. Der, wie heißt der? Bärenklau. Echter Bärenklau ist hier irgendwo zwischen. Den habe ich nun schon ein paar Jahre. Aber so richtig durchgekommen ist er nicht. Das Beet da hinten, das spare ich mir nicht. Nee, spare ich mir nicht. Guck mal, weil ich kann euch bei der Gelegenheit was zeigen. Jetzt im Moment sind sie platt, aber ich habe mir einen guten Bereich zugelegt, an dem das Judasohr wächst. Ja, also es soll auf jeden Fall in meiner Ernährung finden. Und das sieht jetzt so trocken aus, aber die sind nachher, die sehen wirklich aus wie ein Ohr. Da habe ich auch mal so ein Bild gemacht, 1:1. Sehr irreführend. Jetzt könnt ihr das doch mal sehen. Hier ein bisschen voll, nicht drum gekümmert. Thymian, die eine oder andere Pflanze. Tomaten sehe ich schon gar nicht mehr. Ja, schade drum. Aber ich habe noch genug Tomaten gesehen. Ich werde noch zu Tomaten kommen. Hier, Schafsgarbe zwischen, mega gut. Und hier dann nochmal von der anderen Seite. Hä? Wo kommt denn die Blume her? Habe ich gar nicht gesehen. Süßes Pflänzchen. Cool. Ja, die Freude ist da. Also, Garten macht mir mega Freude. Es hat viele Monate gedauert, bis ich den Garten wieder fühlen konnte, muss ich sagen. Das erste Mal, jetzt die letzten Tage. Ich bin da ein Sensibelchen, ich habe ein feines Herz, ich bin sehr feinfühlig und dementsprechend, ja, habe ich aufgrund der Ereignisse, mit denen wir alle zu tun haben, dabei an der einen oder anderen Stelle massig Probleme, wo andere dann keine Probleme haben. Dafür dreht sich das in anderen Sachen natürlich. Ne? Jeder hat so seine Talente, jeder hat so seine, ich sag mal, Sachen, die er nicht gut kann. Und ich brauche immer für alles ein bisschen länger, vor allen Dingen meine Seele. Stress kann ich überhaupt nicht ab, Druck kann ich überhaupt nicht ab. Wenn das so von außen kommt, ne? wenn ich funktionieren soll, wie jemand das für mich denkt. Wobei ich überhaupt nicht so funktioniere. Ich kann das nicht anders beschreiben, ist ganz schwer. Ich lerne das Reden noch. Ich kriege gerade wieder ein Video hin, ich freue mich so. Ist so schön. Und es gibt noch so viel Schönes zu entdecken. Wenn ich allein in diese Richtung gucke, diese wunderschöne Sonnenblume da, sehr gut, da darf sie sich gerne weiter ausbreiten, falls ich die Ernte nicht schaffe. Ja, Kiholbeet, bin ich schon ein bisschen beigegangen, nimmt alles Fahrt auf. Ich habe mittlerweile ein neues Gefährt. Da war ich sehr viel unterwegs, hat sich schon gelohnt, die Anschaffung. Ein Kellerfund bei uns am Bahnhof, richtig schön, ey. Ich freue mich so mega. Hier Grünkohl, da sind noch Möhren, der Wirsing riesig. Aber erstmal hier nochmal, ich habe sie dann doch noch entdeckt, hier unten sind Zucchini. Da, riesig, könnt ihr sie sehen, jetzt. Und dann nochmal hier an der Seite. Also, da gehe ich bei. Hier wächst auch noch ein Wirsing.
Ist aber nicht ganz so groß wie der andere da drüben. Aber wie ihr erkennen könnt, hier ist mächtig Konkurrenz. Das hat mega Einfluss auf die Pflanzen. Aber das eine oder andere verträgt sich, wie man sehen kann. Aber hier ist alles voll mit dem Franzosenkraut. Letztes Mal ist mir der Name nicht mehr eingefallen. Da dachte ich auch so, ey, das wusste ich immer, das gibt's doch nicht. Ja, aber so ist das. Ist alles wiedergekommen, ich bin glücklich. Und hier vorne, völlig untergegangen, aber immer noch da. Seht ihr sie? Die Tomaten. Da. Und unschwer zu erkennen, hier ist natürlich schon Krankheit dran, beziehungsweise ein Anzeichen dafür, dass... Ach, Krankheit, gleich wieder aus dem Kopf. Kann ich euch da draußen auch nur empfehlen, die Pflanzen zeigen euch nur was an. Ja, da kann man ganz wunderbar bei dem einen oder anderen gegenwirken. Auch hier auch. Cool. Ne, also das Franzosenkraut wird hier abwandern. Und dann werde ich mal gucken, da unten war noch irgendein Kohl. Ist alles nicht mehr zu sehen. Richtig wild. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Das geht ratzfatz. Allein gestern da. Also Beikraut jäten. Ja, das fällt mir nicht schwer bei mir im Garten. Das macht richtig Spaß. Ist voll meditativ. Ja, es geht nur in der richtigen Stimmung, gar keine Frage. Ich habe gemerkt, ich bin schon sehr nah an den kosmischen Zyklen. Und heute ist definitiv, was das angeht, Müßiggang. Also hier werde ich nicht groß rotieren. Vielleicht ein bisschen. Weil es ja Spaß macht gerade im Moment. Das sollte ich echt auskosten. Sonne spielt auch mit. Dankeschön. Ja. Und so kann es vorangehen. Stück für Stück. Kleine Schritte gehen. Das ist immer so. Oh. Ja, da habe ich auf jeden Fall ein paar Warnschüsse gekriegt. Bin glücklich, dass ich mich da so weit zurückkämpfen konnte. Ja. Und an dieser Stelle kann ich auch nur wieder Dank an all jene raussenden, die mich da bisher unterstützt haben. Egal auf welcher Ebene. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich versuche hier meinen Teil dazu beizutragen, erstmal für ein bisschen Atmosphäre zu sorgen, ein bisschen Entschleunigung, Achtsamkeit, mehr Naturnähe. Für den einen oder anderen hatte ich auch immer ein Ohr. Mittlerweile muss ich bei den Kräften ein bisschen aufpassen. Habe ich meinen Denkzettel gekriegt. Aber ich sah das als meine Verantwortung als Mensch. Gerade so die letzten 3,5 Jahre, dass man zusammenrückt und füreinander da ist. Von alleine, ohne dass irgendwie jemand fragt, sich einbringt. Und ja, auch einfach erkennt, wo menschliche Hilfe angebracht ist. Ja, ein besseres Morgen gibt es für mich aus meiner Sicht nur aus dem Herzen. Das betrifft uns Menschen. Das betrifft uns Menschen ja, im Umgang mit allem anderen Leben. Ja. Ich nehme mich da nach wie vor an der eigenen Nase. Ich sitze im selben Boot. Und ja, hoffe, dass ich einfach hier den einen oder anderen anstecken darf. Vielleicht irgendwas nachzubauen, die ein oder anderen Pflanzen zu kombinieren. Zu erkennen, dass wenn man doch den Tieren auch Raum schafft, dass man dann auch ganz viel zurückbekommt. Also, was ich jetzt schon an kleinen Begegnungen hatte heute, das ist eine Riesenfreude. Und dieser Ausblick ist schon schön. Also hier vorne sind auch die gleichen Wege wie da vorne. Es geht ratzfratz, die frei zu machen, wenn ich da mal bei bin. Also ich mache das immer so in Schritten, nehme einen bestimmten Teil, da sage ich so, okay, da brauche ich jetzt als nächstes vielleicht den Weg frei. Ja, jetzt hier das Stück zum Beispiel. Und hier rüber, ja. Hinten habe ich schon ein Stück frei, das sollte mich motivieren, so Stück für Stück halt. Und dann werden die anderen Wege ratzfatz von alleine frei, wo ich da einfach Bock drauf habe. So fürs Große und Ganze, also man fängt ja nichts an, was man dann nicht irgendwie zu Ende bringen möchte. So geht es mir auf jeden Fall. Das Einzige, was zwischenfunkt, war bisher das Leben. Menschen, die was von einem wollten. Keine Ahnung, ich habe hier so riesen Freude im Garten schon erlebt und heute glücklicherweise wieder. Ich strahle mal wieder.
Das ist Erlösung für mich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig dieser Weg war. Ja, ich bin die letzten Jahre ja schon das ein oder andere Mal aufgefallen durch meine Ausfälle oder ich habe mich bemerkbar gemacht mit Notrufen. Also ich brauche Hilfe. Und ja, aber das jetzt ist eine andere Hausnummer. Also es ist hier, für mich ist alles oder nichts. Und ich möchte das, was ich hier mache, gerne weitermachen. Ja. Ich war kurz vorm Aufgeben, also endgültig. Ich habe auch schon mündlich eine Kündigung ausgesprochen, aber man hat mir den Raum gegeben, den ich brauche, um jetzt zu diesem Punkt zu kommen. Schwierig auf den Punkt zu kriegen. Ja, und ich hoffe, dass das weiter so ist, dass man Verständnis für mich hat, dass ich halt nicht sofort wieder funktioniere und vor allen Dingen nicht funktioniere, wie man sich das von mir erwünscht. Egal auf welcher Ebene, ob hier, ne, das ist ganz egal. Das betrifft nicht hier nur den Garten, ne, also nicht nur den Verein, gar nichts. Wir haben alle diese Probleme. Ja, und der ein oder andere ist hier und da sanfter, hat ein dünneres Fell. Und der andere dann wieder an einer anderen Stelle ein dünneres Fell. Dem einen fällt das leicht, dem anderen das. Und ich muss sagen, sich in dieser Zeit zurechtzufinden, ist nicht ohne. Die Schlaganfälle haben mir aber geholfen. Und ja, ich bin auch dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Das hat mir eine Tiefe vom Leben eröffnet. Und viele Geschenke folgten. Super viel Schmerz und Leid, aber ich lebe noch und mein Leben ist so, so viel tiefer geworden durch alles, was ich erlebt habe. Ich war bis 70 Kilo runter. Ich sehe wieder besser aus. Ich laufe durch die Gegend, ich fahre Fahrrad, so Stück für Stück. Das ist halt, ich weiß halt, was zu tun ist, wenn man irgendwo hingeht zur Therapie und so. Ich mache das halt alles selber. Genauso, wenn man zum Arzt geht und irgendwie zum Krankengymnastik geschickt wird und so, ich mache das alles selber. Ich habe mich darauf vorbereitet, ich habe das mit der Zeit gelernt, das mache ich schon viele Jahre so. Somit teile ich auch Sachen selber. Ja. Das eine oder andere würde ich gern abklären lassen, weil ich habe noch zwei Brüche, die verheilen. Und eine Sache, glaube ich, ist etwas, wo man operieren müsste. Der ganze Mittelfußknochen, rechter Fuß, ist bei mir ziemlich zertrümmert worden. Infolge einer Panikattacke. Und ja, ein Zeh halt noch. Ja, das heißt, ich habe überall meine Wehwehchen, aber ich glaube an die Kraft der Natur, derer Teil wir sind. Und unser Körper hält eine Menge aus, das durfte ich erfahren. Aber ich bin auch an die Grenzen meiner Lebenskräfte gekommen und das war ein paar Mal haarscharf. Und ich bin glücklich, dass ich noch lebe und noch weiter filmen darf. Ich hoffe, ihr unterstützt mich weiter. Aber erstmal geht es weiter im Gartenrundgang. Ich tinge mal weiter. Wo wollen wir denn lang? Das mit dem Sabbeln war nicht geplant. Das lief jetzt einfach so. Intuitiv mache ich die Sachen. Ja. Ich habe wahrscheinlich auch ein paar Kreise nicht geschlossen. Ich bin ja recht sprunghaft auch. Aber so funktioniert mein Kopf. Das bringt das, was an Symptomatik auch hinter der Schwerbehinderung steht, mit sich. Wobei ich kein Freund davon bin, mich davon zu identifizieren. Aber es hilft mir bei der einen oder anderen Sache im Alltag, diesen Ausweis dabei zu haben, weil der eine oder andere dann checkt, okay, was der hat, das sieht man eben überhaupt nicht an. Höre ich lieber auf den. Ja? Also das kann ich auch euch da draußen empfehlen. Hört auf die Menschen, die gerade Probleme haben. Die wissen am besten, was sie brauchen. Und wenn sie gerade nicht wissen, was sie brauchen, dann kann man was anbieten. Und da muss man halt abwarten, ob die andere Seite dann auch kann und möchte. Und kann aber nur empfehlen, nicht bedrängen, keine fertigen Lösungen präsentieren, sondern Geduld, Liebe. Und ja, Urvertrauen. Und dann kommt das schon irgendwie alles zurück. Aber Geduld ist heutzutage ein seltenes Gut. Und daher bin ich mal gespannt, wer noch dran geblieben ist. Mir läuft hier schon der Schweiß von der Stirn.
die Themen sind auch, ja, sind ja auch eine Art Outing, Offenbarung, was bei mir los ist. Und ich teile hier sehr viel Privates. Und ja, das ist manchmal nicht ohne, ne? Danke, Garten, hast mich wieder rausgeholt. Ich bin ein bisschen im Kopf gelandet gerade. Während ich so dahin schmelze, können wir hier mal gucken. Also, die Stockrosen werden größer und haben natürlich auch schon fast 2 Meter erreicht, merke ich gerade. Ja, und haben natürlich mehr Blüten jetzt dran. Hier die Sonnenblumen, die zeigen sich auch noch irgendwann. Oh, wenn das hier alles frei ist und beikrautfrei. Also an gewissen Stellen mache ich gar nichts. Also da vorne mache ich nichts, außer jetzt hier vielleicht das da raus machen, obwohl das auch immer ja, eine schöne Spielwiese ist für die Tiere. Wer sich das leisten kann, lasst sowas auch zu Hause gerne stehen. Ja, und hier in ganzer Pracht die Ringelblumen. Ist das nicht fein? Wir haben sogar eine gelbe da vorne noch. Das ist alles Mögliche zwischen Klee. Hier haben wir die nächste Stockrose. Ja, und wenn wir schon mal da sind, dann können wir hier noch mal gucken. So, wie weit ist denn hier der Kohl? Da, Rotkohl. Ja, keine Ahnung, ob hier dann noch mal was kommt. Das war, glaube ich, Blumenkohl oder Brokkoli. Ich weiß es nicht mehr. Hier unten, der ist so weit. So habe ich die Erbsen vorgefunden. Leer, leer, leer. Unten gab es auch keine Schoten oder so. Da gab es keine Reste, sondern alles abgeerntet. Bin ich mir sehr sicher. Ja, hier ein Apparat von Wirsing. Riesig. So riesig wie meine Hände, noch größer. Ja, dicke Bohnen und so. Grünkohl habe ich ja schon von der Seite gezeigt. Oh. Einen großen Ausfallschritt. Wenn ich hier mal gucke, ist da was zwischen, was ich. Wo ich mal beigehen könnte, was Größeres. Den Größeren habe ich schon ausgeerntet. Ja, gucke ich nachher mal. Obwohl so ein bisschen ausgedünnt hatte ich. Und so, jetzt muss ich. So, wir sind schon fast rum bei den Sachen, die ich heute zeige. Ich glaube, hier wird es auch noch mal spannend für uns. Hier im Zaunrand nochmal Schafsgarbe, sehr schön. Ja, aber freue mich auch, wenn das wieder frei ist. Der Weg gefiel mir zuletzt nämlich richtig gut. Und alle, die immer so Panik haben wegen Brennnesseln, wenn die länger sind, Handschuhe an, rausziehen. Kein Problem, die kriegt man so leicht raus. Und sogar recht pfiffig und da wird immer recht viel frei. Ja. Bis zur Saat sollte man nicht ganz so lange warten. Aber ist hier jetzt schon zu spät, glaube ich. Ein bisschen was werde ich noch retten können. Hier das gleiche, Erbsen wurden abgeerntet. Sonnenblume, oh, die will ich noch mal von nahen einfangen. Oh. Ah, ich erinnere mich gerade, dass es den einen oder anderen Tag gab, vielleicht waren es auch nur zwei, an denen ich Himbeeren naschen durfte. Also die Himbeeren, die Stelle hier geht super gut auf. Ich darf auch wieder dieses Jahr feststellen, wo Pflanzen es wieder nicht mögen. Ich habe auch insgesamt jetzt aufgegeben, da diesen Bananenplatz festzuhalten. Die Bananen kommen da raus. Hier Kapuzinerkresse. Für meine Gefährtin Enrika ist das ganz wichtig. Echt viele schöne Pflanzen. Guck mal. Königskerze. Hier sind noch jede Menge Nachtkerzen. Da ja der Brombeerbereich. Hier waren die Erbsen. Da seht ihr noch mal den Mangold, den gelben. Und auch da vorne super viel Kapuzinerkresse. Da kann ich aber noch näher ran, denn ich habe nämlich vorhin Tomaten gesehen. Und da komme ich bis zu den Pflanzen hin. Das sieht übel aus. So, hier. Ja, Braunfäule und so war abzusehen. Aber hier haben wir die gelbe Johannisbeere, sehr gut. Die hat sich breit gemacht. Hä, ist die größer als letztes Jahr? Nee, das ist die. Die erste Tomate dieses Jahr. Also sie ist noch nicht ganz reif, aber reif genug, um sie zu naschen.
Somit kann ich Tomaten essen, die es hier abhaken. Also im positiven Sinne ist dazu gekommen. So, stiefel ich hier mal raus? Nee, da raus. Ich habe euch ja fast alles gezeigt. Fast alles. Also da sind überall noch Tomatenpflänzchen zwischen. So, mal gucken, was ich da noch freibuddeln kann. Und darf hoffentlich. Bei unserem wilden Leben, was wir so haben. Ja, und ich hoffe noch, das ein oder andere Mal ein bisschen Sommer erleben zu dürfen. Und in meiner geliebten Hängematte liegen zu dürfen, weil das hat einfach bis auf einmal, zweimal nicht stattgefunden. Einmal bin ich aus 2 Meter Höhe runtergefallen. Als hätte jemand ein Seil durchgeschnitten, so kam mir das vor. Das war echt spooky, weil die waren erst richtig ordentlich überprüft. Ich hatte auch neue Dinger da gekauft und alles. Das war schon ein bisschen spooky. Hab mir das auch angeguckt und so. Ich weiß nicht, wer was gegen mich hat. So doll, dass er sowas machen müsste. Das möchte ich nicht unterstellen. Ich sag mal einfach, höhere Macht. Das haut schon ganz gut hin. Und ich muss auch diese Angst überwinden, oder die muss ich immer noch überwinden, überhaupt wieder in der Hängematte zu liegen, weil ich bin da runtergestürzt und habe mich da verletzt. Ich habe mich übrigens immer wieder da verletzt und habe es nach 1,5 Wochen, das geht bis runter zum Knochen, also war richtig, ja, zum Knochen, ich weiß nicht wo genau, das kann ich ja nicht wissen, aber so tief, ich spüre das ja und es geht nicht mehr runter. Und 1,5 Wochen hat es gedauert, mit guten Energien aus mir heraus Heilprozess fördernd, begleitend. Das habe ich jetzt auch schon viele Jahre inne, aus eben diesen positiven Erfahrungen, dass man viel schneller heilen kann, wenn man da positive Energien reingibt. Vor allen Dingen an Heilung, an gesund denkt, an heile denkt, wie auch immer. So, das ist die Ecke hier. Da ist ein bisschen was gekommen, das kann ich euch zeigen. Hier, Nachtkerze, die erste. Das sind Bananen. Ja, da muss unbedingt gemulcht werden. Und Wasser, Wasser, Wasser. Die brauchen mehr Wasser. Hier alles wild noch. Das kennt ihr vom letzten Mal. Hier auch. Aber wir können uns ein bisschen die Äpfel angucken noch. Da brauchen wir gar nicht so genau hingucken. Aber hier, soweit sind die Äpfel. Das sieht doch noch gut aus. Da vorne sehe ich eine Mumie. Okay, gut zu entdecken. Da, gut versteckt. Bisher müssen wir uns ja auch was aufheben fürs nächste Mal. Ich werde hier noch Brennnessel genug zu tun haben. Und dann gibt es auch wieder mehr zu zeigen. Also wenn das so weitergeht, ich meine Ruhe habe, meinen Frieden habe, meinen inneren Frieden und von außen auch nichts kommt, dann geht das hier weiter. Also ich bin wieder froher Dinge, wirklich das erste Mal so richtig. Ja, und ich hoffe, es darf so bleiben. Ja. Tschüss, euer Lars.